Jetzt geht's los. Wir präsentieren heute das Duo RKI, Richter King Ideologie oder der König und sein Skinhead. Gut, und der Jansson King fängt an. 1, 2, 3, ja. Wie ich sehe oder wie ich den Eindruck habe, sind wir heute wieder unter uns. Ich glaube, das Ganze war so ein bisschen als Dialog gedacht, aber ist egal. Wir sind diejenigen, die Schwierigkeiten haben zu vergessen. Wir sind nicht allzu vergesslich. Wir können nicht vergessen und wir wollen auch nicht vergessen, was in den letzten 4 Jahren so passiert ist in dieser Gesellschaft. Und deswegen beginne ich heute dieses Programm mit dem Titelsong meiner 3. CD, Vergessen, Nö. Grauer Nebel flieht vom Sonnenlicht, ein fahles Trugbild zerbricht, nach dem Blindflug klare Sicht. Wird es Zeit, etwas einzusehen, auf jemanden zuzugehen und ein Unrecht einzugestehen. Verteufelt, gehasst, gejagt und gefasst. Das tat uns weh, doch glaube ich, dass ich schon verstehe. Verstehen, ja. Vergeben vielleicht. Vergessen, vergessen, nö. Stolze Herzen, laute Münder sind für Warnungen taub und blind. Lass sie tun und das Unheil beginnt. Krummgebückte können nicht aufrecht gehen, können nicht widerstehen und wollen Hexen brennen sehen. Verteufelt, gehasst, gejagt und gefasst. Das tat uns weh, doch glaube ich, dass ich schon verstehe. Verstehen, ja. Vergeben vielleicht. Vergessen, vergessen, nö. Hallo Menschen, habt ihr mitgemacht? Habt ihr uns ausgelacht? Und habt ihr einfach nur gedacht, dass es euch und dass es Irre gibt, die man beiseite schiebt und die man weggeschlagen kriegt? Ich bin nicht frei von Schuld, ich werfe keinen Stein. Doch einfach so vergessen, nein. Verteufelt, gehasst, gejagt und gefasst. Das tat uns weh, doch glaube ich, dass ich schon verstehe. Verstehen, ja. Vergeben vielleicht. Vergessen, vergessen, nö. Das zweite Lied, das ist ein authentisches Lied aus der Corona-Zeit. Es ist im Februar 2021, kurz nach unserem Autokorso entstanden. Es war noch ein zweites Lied zu dieser Zeit entstanden. Das haben über 100.000 Leute schon auf YouTube gesehen. Aber dieses Lied ist es nicht.
Es ist nicht Frank, hör auf, sondern es ist das andere Lied, was ich im Anfang März 2021 das erste Mal auf dem Altmarkt gespielt habe. Die Antifa hat gelacht und geschrien und geblökt, so wie es ihr Stil ist. Und ich habe folgendes Lied gesungen über zwei Leute, die sich in dieser Zeit treffen. Dreimal zwei Leute. Treffen sich zwei Leute, sagt der eine, wissen Sie, ich hab bemerkt, der Müller, der trägt seine Maske nie. Wie ich den kenne, treibt er sich mit Querdenkern herum. Ich würde ihn sofort rausschmeißen, der bringt uns alle um. Da sagt der andere, wissen Sie, das geht mir ziemlich nah. Herr Müller, der hat Lungenkrebs und höchstens noch ein Jahr. Er wollte es nicht sagen, doch dann ist er hier gewesen. Mit Tränen in den Augen hab ich das Attest gelesen. Ich sage Ihnen eins, es erweckt in mir Verdruss, dass er sich statt vom Virus jetzt vor Anfeindungen schützen muss. Auf Kollegialität zu achten, das ist meine Pflicht. Es wirft ein schlechtes Licht auf ihr bedecktes Gesicht. Der Chef der Firma bin noch immer ich. Treffen sich zwei Leute, sagt der eine, wissen Sie, es gibt doch diese elenden Impfgegner, kennen Sie die? Die müsste man zum Schweigen bringen, notfalls mit Gewalt. Ich hoffe ja, die machen ernst und die Impfpflicht kommt bald. Da sagt der andere, nein, so manches, was die sagen, stimmt. Vor allem, dass die Impflinge Versuchskaninchen sind. Bei Covid setzt man plötzlich alle Regeln außer Kraft. Das hat nichts mehr zu tun mit seriöser Wissenschaft. Wenn Forscher unter Druck geraten, ist das meistens schlecht. Ich hoffe nur, dass sich der Optimismus nicht noch rächt. Für Aufklärung zu sorgen, sehe ich an als meine Pflicht. Sie verstehen das hoffentlich. Als Ihr Hausarzt sage ich, impfen lasse ich mich lieber nicht. Treffen sich zwei Leute, sagt der eine, weißt du was? In puncto Covidioten, da verstehe ich keinen Spaß. Ich wünsche denen, dass sie gegenseitig sich anstecken und langsam ohne Notbeatmung elendig verrecken. Da sagt der andere, weißt du was, ich schaufel mir ein Grab. Ich stell mich an den Rand und dann drückst du einfach ab. Dann gibt es einen Covidioten weniger im Land. Lieber jetzt als gleich, sonst nehmen die noch überhand. Ich möchte lieber sterben, als in so einem System zu leben, wo die Menschen für die Sicherheit die Menschlichkeit aufgeben. Niemals mehr Faschismus, ganz egal wie er auch heißt. Ich bin ein freier Geist und ich möchte, dass du weißt, dass dein Opa auf dein Atemgerät scheißt. Ja, ich beginne mit einem schönen Gedicht, das ich bereits 2020 verfasst hatte, als ich auch dann die Katja im Großen Garten kennenlernte und da schon gemerkt habe, ich möchte dieses wunderschöne Wort Corona nicht in Erinnerung behalten als ein Grauen und so weiter, denn wir kennen das alle, wenn wir mal in den Nachthimmel schauen und der Mond scheint, außerhalb der Stadt, dieser wunderschöne Schein um den Mond. Bei der Sonne sieht man es eher schlecht, weil da tun die Augen weh. Aber das ist ein so wunderschönes Naturschauspiel. Und als solches habe ich es beschrieben. Ode an Corona. Corona, du, du schöne du, umstrahlst den Mond, die Sonne. Corona, du, du schöne du, bist Labsal uns und Wonne. Ein Kindlein wurde neugeboren, sein Blick noch unstet ist. Das Köpfchen wendet es nach vorn, wo du im Leuchten bist. Corona, du, du schöne du, umwogst in weiter Ferne,
als Strahlenkranz wie eine Kron, die funkelnden Gestirne. Ein sterbend Mensch, er kann nun gehen, sein Aug sich friedvoll schließt. Dein Licht hat er zuletzt gesehen und sanft er nun entschläft. Corona in dir ist versteckt, auch Chor, das Herz, ihr wisst, und Oro, Gold, der Seele rein, dies ist schon lang vermisst. Corona, du Schöne, ach, dein Name ward beschmutzt mit Krankheit, Tod und Gräueltat, dahin ist nun dein Schutz. So lasset uns Corona sein für diese heilig Erde, auf dass Genesung überall im Inneren nun werde. Corona, deine Schönheit soll erblühen am Himmelszelt in neuer Pracht und uns zum Wohl für diese werte Welt. Den Schreckensnamen, der uns droht, zerschlagen wir und nun hinfort du Angst, hinfort du Not, es gilt, das Gute zu tun. Danke. Der zweite Text ist von den Inhalten gar nicht von mir, sondern nur in eine Form gebracht, die man vortragen kann. Alle Aussagen stammen von Senioren, die ich in meinem Beruf als Krankenschwester in der häuslichen Pflege begleitet habe. Und das sind ausschließlich Senioren, die den Dritten Weltkrieg noch erlebt haben, den Zweiten Weltkrieg, Entschuldigung, das Dritte Reich erlebt haben. Doch die Brisanz ist heute die Aktualität, ist für mich auch immer wieder erschreckend, mir das vor Augen zu führen. Also diese Aussagen habe ich tatsächlich von unzähligen Senioren bekommen, die jetzt ja wahrscheinlich auch schon alle tot sind. Anfänge. Die Warnungen der Alten. Wenn sie wieder anfangen, ihre eigene Wahrheit als die einzig richtige mit Gewalt durchzusetzen, dann sei wachsam. Höre genau hin, wenn sie dann sagen, es geschieht alles zum Wohle des Volkes. Wenn sie wieder anfangen, Menschen öffentlich zu diffamieren, die eine abweichende Meinung haben, dann sei noch wachsamer. Wenn sie wieder anfangen, irgendetwas oder irgendjemanden als den einen großen Feind darzustellen, gegen den mit allen Mitteln und um jeden Preis vorzugehen ist, dann schenke diesen Worten Glauben, denn sie werden es tun. Wenn sie wieder anfangen, unliebsame Menschen zu drangsalieren, unangemeldet an den Arbeitsstätten erscheinen, an den Türen der Nachbarn klingeln, am Telefon terrorisieren, Wohnungen durchsuchen, dann verstecke dich. Denn dann dauert es nicht mehr lange, dass sie bei Nacht oder im Morgengrauen die Türen eintreten und losprügeln. Wenn sie wieder anfangen, einer bestimmten Gruppe von Menschen den Zugang zu den Geschäften zu verwehren, sie nach und nach aus dem öffentlichen Leben entfernen, dann sei auf der Hut, auch wenn du selbst nicht zu diesen Menschen gehörst, denn dann kann es auch bald dich treffen. Wenn es wieder anfängt, dass Menschen, die zum Feind erklärt wurden, offen auf der Straße angepöbelt werden dürfen, warte nicht länger. Denn sie werden zur gleichen Zeit denjenigen, die ihnen bereitwillig folgen, Vergünstigungen gewähren. Wenn sie wieder anfangen, Ausgangssperren zu verhängen, um neue Gesetze zu erfinden, um ihre Gräueltaten zu verbergen, dann musst du bereit sein zu gehen. Denn du wirst in solchen Zeiten die Menschen immer öfter sagen hören, es wird schon nicht so schlimm. Doch wisse, es wird schlimmer, als du dir jemals vorstellen kannst. Du wirst es daran erkennen, dass immer mehr Uniformierte die Städte heimsuchen. Du wirst es daran erkennen, dass immer mehr Menschen den Freitod wählen. Du wirst es daran erkennen,
dass sich Bedrücktheit und Schwere über das Land legt. Wenn das geschieht, packe alles Notwendige in einen einzigen Koffer und flieh, so schnell du kannst. Denn dann sind sie dabei, neue Gefängnisse oder Lager zu errichten und bald werden die Massenverhaftungen beginnen. Doch was auch immer geschieht, wenn sie wieder ganz unverblümt dazu auffordern, andere Menschen zu denunzieren, darfst du niemals mittun. Danke. So, ich habe jetzt ein passendes Lied hier rausgesucht und das ist ein Lied, was ich sehr, sehr selten gespielt habe. Vielleicht, weil es ein bisschen textlastig ist und ein bisschen vielleicht auch nicht auf das, beim ersten Hören vollumfänglich zu verstehen. Das Lied heißt Das Zeichen, es ist auf meiner zweiten CD drauf und es geht im Grunde genommen um das Thema der Vermassung, wie also sozusagen eine Gesellschaft vielleicht sogar in relativ kurzer Zeit zu einer festen Masse gebracht wird, die, so wie wir das bei Corona auch erlebt haben, sich dann irgendwann auch gegen diejenigen richtet, die nicht Teil der Masse sein wollen. Das Zeichen. Es waren mal drei Freunde, die fanden schlimm, dass viele Leute Minderheiten diskriminieren. Und als Zeichen dieser Haltung ließen sie sich auf den linken Arm das Wort Solidarität eintätowieren. Und viele, die den schönen Schriftzug auf den Armen sahen, fanden die Aktion auch ziemlich interessant. Manche haben's einfach nachgemacht und langsam wurde so das Zeichen in sozialen Netzwerken bekannt. Nach ein paar Wochen griffen dann in eine große Zeitung auf, dass sich immer mehr solidarisch tätowieren. Der Autor resümiert, das könnte jetzt zum lange bitter schon nötigen Bewusstseinswandel führen. Die Sache wurde groß und auch das Fernsehen sprang jetzt an und meldete, dass nun schon 12% dieses Zeichen haben und viele unentschlossen sind, sagt zumindest der Umfragetrend. Politiker begriffen ziemlich schnell, dass die Tattoos als gutes Zeichen zu begrüßen sind. Uneinigkeit herrscht lediglich bei der Frage, ob der Staat demnächst die Kosten dafür übernimmt. Kleine Piekse für die große Sache heißt ein Spruch der neuen Plakatwerbeaktion. Auf jedem Bild sieht man jeweils den tätowierten Arm von einer ziemlich prominenten Person. Ein Buch schießt durch die Decke, in dem ein fescher Philosoph den Sinn des Zeichens wunderbar erklärt. Und mittlerweile fragen alle Leute gegenseitig sich, sag mal, bist du auch schon tätowiert? Natürlich finden manche diese Sache total schräg. Das alles ist für sie ne Hysterie. Doch langsam wird es nun, da sie den Schriftzug noch nicht tragen, etwas ungemütlich in dem Land für sie. Selbst Kinder werden tätowiert, denn ohne dieses Ding hat man mittlerweile einfach ein Problem. Und Tätowierte sind die neuen Assis, weil sie offensichtlich nicht für die gute Sache stehen. Als die gegen den Tattoo waren,
auf die Straße gingen, wurden sie verfolgt und angeklagt. Wegen Hass und Hetze gegen Tätowierte und natürlich wegen Widerstand gegen den Staat. Abschaum, Packmischpoke, ewig Gestrige und Trolls, Feinde der Demokratie. Wer das Zeichen sich nicht setzt, schadet dem Zusammenhalt. Deswegen kämpfen die Gerechten gegen sie. Kein Pardon für Tattoo-Gegner, Schluss mit der Geduld. Wer sich wehrt, ist ein Terrorist. Polizei, Verfassungsschutz und Bundeswehr, zeigt uns bitte, dass unser Rechtsstaat wehrhaft ist. Es waren mal drei Freunde, die fanden schlimm, dass viele Leute Minderheiten diskriminieren. Ja, 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 na, 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 la, 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 bla, bla, bla. Ja, da schließe ich mich allerdings im Klartext an das Synonym Tattoo. Dort vorne sind aus den beiden Filmen Unsichtbar, also die ja für mich also wirklich so wirklich Opfer, weil es die Kinder und Jugendlichen sind, die sich nicht wehren konnten aufgrund der Entscheidung von Eltern oder wie auch immer gegen diese Injektion. Und als ich den ersten Teil gesehen hatte, der also Kinder und Jugendliche interviewt, beziehungsweise die überlebenden Eltern, entstand das Gedicht. Hinterlassenschaft. Stumpf der Glanz in jungen Augen. Wie nur habt ihr das gewagt? Sie des Lichts und Heils berauben. Bestien, ihr am Geld euch labt. Leben nahmt ihr vor der Zeit, durch ein Gift in Höllenqual, windet sich geschundener Leib, stumme Schreie ohne Zahl. Kindheit, Jugend, nun verloren, Flehen ist, bleibt ungehört, Satans Erben dies beschworen, Hoffnung, Zukunft war zerstört. Und viel bange Herzen fragen, Teufelsbrot, ihr stellt euch dumm, euren Fluch müssen sie tragen, schaut sie an, erklärt warum. Feiste Machtgier, Bar der Reue, schaufelt nur das eigene Grab, denn es steigt herauf das Neue, lichte Waffe drängt zu Tag. Danke. Und das zweite Gedicht, gewidmet kann man nicht sagen, beschreibt einen der Hauptverantwortlichen genau für dieses Leiden, das dort entstanden ist. Eine Person, die auch hier aus Sachsen stammt. Aber ich sage gleich, ich bin froh, dass das aufgenommen wird, dieser Satz ist mir wichtig, weil polizeilicher Staatsschutz und so weiter. Eventuelle Ähnlichkeiten mit Personen, die verstorben sind oder noch leben, sind nicht beabsichtigt und rein zufällig. Gut, das war mir jetzt ganz wichtig, dass ich ein Zeugnis dafür habe, das gesagt zu haben. Gut, es ist einfach nur beispielgebend, was ich vortrage. Das Lied vom schlechten Diener, Bildnis eines Landesverräters. Ein Lakai mit rotem Schopf hat Tag geträumt von großer Macht, verfiel dem Wahnsinn, armer Tropf, im Land ward tiefste Nacht. Stolziert gleich einem Potentat, tönt Gutwill und viel Wohlstand, doch leeres Wort ist, was er prahlt, ein Hohn fürs Mühen jeder Hand. Gewerk, das Stolze, ist im Schwinden und Alte müssen darben,
Die Not lässt Gürtel enger binden, wie auf der Flur die Garben. Den Rotbart aber ficht's nicht an, wähnt sich als Landesvater, lügt ins Gesicht dem Bauersmann, der schwebt am Rand des Krater. Doch Hochmut kommet vor dem Fall, du ruchlos, schändlich Heuchler. Lug und Täuschung heißt der Wall des Landesreichtums Meuchler. Doch sei gewiss, du möchte gern, das Land gehört dem, der's bestellt. Es ist Zeit zu dienen deinem Herrn, dem Volk. Scher dich hinaus aufs Feld. So, der nächste Titel, der ist gesetzt, den konnte ich nicht abwählen, apropos Wahl. Ich bekomme, ehrlich gesagt, sage ich jetzt mal hier unter uns ganz offen, durchaus die eine oder andere Anfrage von der einen oder anderen Partei, doch den einen oder anderen Kandidaten im Wahlkampf zu unterstützen. Das ging eigentlich schon vor 2 Jahren los. Und ich habe mich bisher mit einer ganz klitzekleinen Ausnahme, habe ich mich eigentlich immer aus der Affäre gezogen und gesagt, dass ich keinen Wahlkampf mache. Und ich will auch jetzt keinen Wahlkampf machen. Ich will nicht, dass irgendjemand hier gewinnt. Ich möchte aber, dass einer verliert. Und der verlieren soll, den muss ich jetzt auch mit Namen sagen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ich habe da keine Angst vor der Polizei, denn das ist ja Wahlkampf. Und ich kann mich auch hinter einer ganz berühmten Berlinerin verstecken, einer Berliner Schnauze, einer in Berlin geborenen Schnauze, nämlich Nina Hagen. Die greift also in den sächsischen Wahlkampf ein und analysiert die Situation und zieht dann auch ein Fazit. Hochstand in Sachsen, die Gunst der AfD. Micha, mein Micha, und das tut furchtbar weh. Die Wahlumfragen zeigen es genau. Ein schwarzes Sachsen ist jetzt himmelblau. Zu viele Leute in diesem Bundesland haben von der CDU sich abgewandt. Micha, die Sachsen, die wählen, du wirst sehen. Dich nicht noch einmal, Micha, du musst gehen. Du kannst den Wahlsieg vergessen, mein Michael. Ihr glaubt doch kein Mensch bei dem, was war. Du kannst den Wahlsieg vergessen, wenn Sachsen wählt. Alles blau, denn Rot und Grün sind leider nicht mehr da. Du kannst den Wahlsieg vergessen, wenn Sachsen wählt. Alles blau, denn Rot und Grün sind leider nicht mehr da. Sachsen sind freundlich, vergesslich sind sie nicht. Haben zu häufig beim Schwindeln dich erwischt. Hast bei Corona aufs falsche Pferd gesetzt. Und Polizisten auf dein Volk gehetzt. Möglicherweise, man weiß es nicht genau, gibt es in Sachsen Premiere für Schwarz-Blau. Mit Landesvater aus der CDU. Micha, mein Micha, auf jeden Fall nicht du. Du kannst den Wahlsieg vergessen, mein Michael. Dir glaubt doch kein Mensch bei dem, was war. Du kannst den Wahlsieg vergessen, wenn Sachsen wählt. Alles blau, denn Rot und Grün sind leider nicht mehr da. Du kannst den Wahlsieg vergessen, wenn Sachsen wählt. Alles blau, denn Rot und Grün sind leider nicht mehr da. Nina Hagen, ich kann nichts dafür und schicke noch ein Lied über die Wahl und über die Wahlthematik hinterher. Auch das habe ich relativ selten gespielt, obwohl ich es ganz lustig finde. Hier habe ich nämlich mal die Sache durchgespielt, was passieren würde, wenn
gerade jetzt nach der Wahl sich die Politiker wieder über die Wähler beschweren und sagen, dass sie alle wieder falsch gewählt haben. Natürlich speziell hier in den dunklen Bundesländern wird es wieder heißen, wie kann das sein, dass so viele Idioten hier rumlaufen, so viele Prolls, die die falsche Partei wählen. Und mittlerweile können wir ja wenigstens sagen, es sind schon mindestens zwei Parteien, die falsch sind. Die eine hat dahin gerade eine Wahlkundgebung gemacht und auch für die singe ich dieses Lied. Ja, die Politiker, die würden gern am liebsten eigentlich ihr Volk wählen und welche Volksparteien dann so hier auf dem Plan stehen, das habe ich hier mal durchdekliniert. Freche Bürger, Wut und Zorn, so konnte es nicht weitergehen. Ein Bodensatz an Hirnlosen, die die Eliten quälen. Und wegen ihres Rechts auf brave Bürger, sagt das oberste Gericht, dürfen nun Politiker ihre Bürger endlich selber wählen. Die Bürgerwahl, ein Novum und ein Zeichen für den Wandel hin zu Handlungsfähigkeit und neuer Harmonie. Gespannt erwartet wird am Wahltagsabend das Ergebnis, wer Bestandteil werden darf von dieser schönen, neuen, besseren Demokratie. Da, da, ba, da, ba, dam, ba, ba, da, ba, dam, ba, ba, bam, bam, ba, ba, da, ba, dam, ba, ba, da, ba, dam, ba, ba, da, ba, dam, ba, ba, bam. Ein Paukenschlag mit 30,6% gewählt ist die Deutsche Frisuren- und Kleidungspartei. Das sind die Bürger, für die ein Politiker gut aussehen muss. Modisch aktuell mit Kosmetikern und Fotografen immer stets dabei. Dahinter dicht gefolgt kommt dann die Pamp und das ist die Partei vom allgemeinen Medienpublikum. Diese Leute lieben Bilder, Storys, Show und Emotion, Talkshows und die Tagesschau und viele der Polit-Promis, die lieben sie darum. Bam, wa-ba-da-ba-bam, wa-ba-ba-ba-bam, wa-ba-bam, wa-ba-ba-ba-bam, 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 wa-ba-bam. Dritte große Volkspartei ist schließlich die Demenzunion. Die Kraft für alle Bürger, die ziemlich schnell vergessen. Gewählt von allen wendigen, rhetorisch sehr geschickten Volksvertretern, die den eigenen Kurs gelegentlich um 180 Grad ändern müssen. Das war's auch schon und die Fraktionen der gewählten Bürger bilden etwas, das man große Bürgerkoalition nennt. Die anderen bleiben draußen, denn die Hürde für den Einzug in die Demokratie musste mittlerweile angehoben werden auf 20%. Wow, da ba 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 bam, wa ba 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 bam, wa ba 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 wa ba 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 bam, wa ba 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 bam, wa ba da ba bam, wa ba bam. Oh, nicht dabei, nicht dabei, nicht dabei ist die, ich denke noch selber, Bürgerpartei. Und nicht dabei, nicht dabei, nicht dabei ist die Bürgerliste, souverän und frei. Und nicht dabei, nicht dabei, nicht dabei ist der Kreuz- und Querdenkerverein. Und nicht dabei, nicht dabei, nicht dabei ist die Deutsche Demokratische Volksentscheidspartei. Da da ba 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 la ba da ba 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 ba. Auf meiner letzten CD, wer es noch nicht hat, Hinweisgeber, die Kerstin baut dann wieder hier meinen CD-Stand auf. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch mal reingucken, ob ihr noch schon alles habt. Da geht's, danke. Ja, ja.
Ja, schön, die kannte ich noch nicht. Sehr gut gefallen. Ja, die nächsten drei Gedichte, alles unter der Rubrik Eigenverantwortung, Selbstbestimmung. Und ich mache mich ja gerne überall unbeliebt, also nicht nur bei der Polizei und der Legislative, auch gerne mal in den eigenen Reihen. Egal, ich lese es einfach vor, ich peitsche hier durch. Erwachen. Ups, so. Ein finsteres Grauen geht all überall um, quillt stinkend hervor aus des Landes Palästen. Verzehret die Freude, jeder Ton wurde stumm, erdrückende Qual und die Herren sich mästen. Doch einem, der ackert, rinnt hinweg Gut und Hab, ein anderer die Eltern nicht nähren kann. Dunkelheit ist, weicht auch nicht des Tags, ein Drohen dem Kind, der Frau und dem Mann. Und lautloses Sterben hat Einzug gehalten, ein Gifttrank, der einzige Heilung versprach. Viel Seelen sich schwinden aus Leibern den kalten, die Herren die Goldstücke zählen danach. In den Kerker hinab werden jene verbannt, die in Ehr und Treue stehen zum Eid. Ihre Häuser, ihr Ruf lodern weithin im Brand, kommt, eilt zu Hilfe, es ist an der Zeit. Zu lange dauern die Tage des Zorns und endlos wären die Nächte der Trauer. Wo bleibt der Hall des dröhnenden Horns, der die Scharen ruft allerorts auf die Mauern? Dies Warten muss bald nun sein Ende finden. Ihr Nachbarn, ihr Brüder, ihr Mütter, erwacht. Den Friede, den Mut, an den Gurt lasst uns binden. Hinfort mit den Herrn, bring herbei deine Macht. So, das nächste. Die Menschen kennt ihr auch, muss ich nichts weiter dazu sagen. Lebe wohl den eilfertigen Ratgebern. Ein Grußwort. Alleswisser, Besserkönner geben Tipps als hohe Gönner. Dies und jenes wird moniert, ungefragt und ungeniert. Ahnunghaber so vollkommen, übergriffig sind die Frommen, drängen ihre Weisheit auf, fragen nicht, wird's denn gebraucht. Doch wissen meist, wie's richtig geht, doch wird eigenes kaum bewegt. Entschuldigung. Während selbst sie sind oft träge, setzt's für die, die tun, Ratschläge. Ganz die Großen beim Belehren, sie Gefühl für falsch erklären. Trauer, Zorn, all dies sei schlecht. Nein, ein jedes hat sein Recht. Bitte blicket in den Spiegel, widmet euch erst diesem Übel. Anerkennt die Mündigkeit anderer, wir sind alle klein. Übt für wahre Bescheidenheit, schaut zunächst aufs eigene Sein. Lebt nun wohl nach eurer Weise, zügelt unerbetenen Rat, lernt Respekt und werdet leise. Wichtiger noch, kommt in die Tat. So, und das letzte. Für diesen kleinen Block. 6 Fragen und eine Antwort. Verzweifeltes Flüstern, lautloser Schrei, stilles Gebet. Wann ist das vorbei? Hektische Ohnmacht, greller Protest, leblose Starre. Warum diese Pest? Lauernde Bestien, tückisches Blenden, ermüdende Frage. Wie kann es enden? Im Auge des Sturms trughafte Stille, sorgendes Warten. Wo ist der Wille? Dröhnendes Unrecht und Schrecken bestehen. Resignation. Wir lassen's geschehen. Bitterer Jammer und die Klage dazu. Wer sagt endlich Nein? Nur ich und nur du. Ja,
glaube, hier ist mir schwer gefallen, irgendwas zu finden. Deswegen kommt jetzt Auflockerung und Unterhaltung mit einem Lied, das nicht von mir ist. Und meistens merkt man es schon nach den ersten, wenn es mit einem Mollakkord anfängt. Wisst ihr schon, was es ist? Es ist eine Erinnerung an das Frühjahr 2021. Da hat ein französischer Liedermacher ein Lied gemacht, auf Deutsch übersetzt, wir wollen endlich wieder tanzen gehen. Auf Französisch heißt es Danse en chœur oder Danse en chœur, ich weiß es nicht genau, denn ich kann kein Wort Französisch und selbst Deutsch, wie ihr hört, kann ich auch nur in Dialekt gefärbt sprechen. Und deswegen war ich froh, dass ich unter meinem Mikroskop in meinem Musiklabor eine sächsische Mutante dieses Liedes gefunden habe und die habe ich dann unters Volk gebracht. Das wurde sogar mal bei der Achse, glaube ich, wurde das erwähnt. Und ja, es ist eine Erinnerung an diese Zeit und diese Erinnerung können wir gemeinsam nochmal aufleben lassen und wer tanzen möchte, kann das natürlich auch hier tun oder ist Tanzverbot auf der Anmeldung. Vivian, ist Tanzen erlaubt oder? Nee. Ja gut, okay. Muss ein Gebot. Nö, nötler. Jetzt geht der ganze Quatsch hier schon in Jan. Ich hab die Schnauze voll, die können mich mal. Es soll mal wieder sein, wie's früher war. Nö, 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 klar. Ich mach jetzt einfach los, weil heute Sonne lacht. Die haben sich so ein Fleischmob ausgedacht, wo man mal wieder bisschen Stimmung macht. Nö, 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 klar. Ich wär verrückt. Du guck mal, hier sind ja übelst viele Leute da. Und alle keine Angst vor Corona. Ich dachte, ich wäre ganz allein. Ach Gott, nee, das ist so schön. Mal endlich wieder tanzen gehen. Olli, 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 olli. Mensch, was es heute nie alles gibt. Die Stimmung auf der Welt, die kippt. Und auch die Sachsen machen mit. Euer la 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 la. Und auch der Sachsen, alle Sachsen, die Nordsachsen, die Südsachsen, die Westsachsen, die Ostsachsen, die Mittelsachsen, die Zentralsachsen, die Quersachsen, die Obersachsen, Ursachsen, die Niedersachsen, die Angelsachsen und die Fischersachsen. Alle Sachsen machen mit! So, der nächste Block geht so, oh, der nächste Block geht so ein kleines bisschen eigentlich durcheinander, aber sind drei verschiedene Themen betroffen, egal. Ja, wir haben demnächst die Wahl und genau nach der Kommunalwahl ist dann dieses Gedicht entstanden. Es heißt Die Führer, die wir schufen. Da stehen sie, Staatsoberhäupter. Entschuldigung, sind dünkelhaft und kalt. Nur voller Hass die Lebensräuber, die Gier kennt keinen Halt. Der Bürger ruft, will das nicht mehr, der Führer schlechtes Walten. Und hoffet, dass der nächste Herr es richtet statt der Alten. Noch manche sind mit offenem Unmut, erhobene Stimmen, lauter Schrei. Doch ist verebbt die Menschenflut, der große Weg erstickt im Keim. Vorbei der Aufruhr trotz Gefahr, der auf die Straßen führte, als eigenständig Volkesschar und jeder selbst sich rührte. Der Wille scheint's ist aufgezehrt zur friedlichen Revolte. Gebrochenes Herz, das sich gewehrt, nicht fragte, keinem folgte. Wie lang schon währt der Führer Pein? Wie lang zollen wir Gefolgschaft? Des Bürgers Macht, sie ist auch dein. Die Botschaft sei die treibende Kraft. So, das nächste ist ein Märchen. Das Gesetz nennt es.
sich. Das ist entstanden, nachdem ein ganz lieber Mitmensch vor dem Gericht stand. Und da habe ich ja einfach dieses schreiben müssen. Diese ganzen Quatsch über Hintermänner, die die Regierung beeinflussen und die Polizei und die Gerichtsbarkeit. Nein, es ist ein Märchen. Das hört man dann auch so an Worten wie König, da ist aber nicht er mit gemeint. So, nur dass das gleich geklärt ist. Das Gesetz. Ein wüster Unhold, einst ersann üble Pläne und entspann, Ränke gegen freie Geister, schwang sich auf zum schwarzen Meister, macht sich zum Untertan den König, den Büttel, Richter, auch den Advokat, mit Furcht und Gier. Es brauchte wenig, so brach sie auf, die dunkle Saat. Meuchlerischer Bösewicht, finster ist's in seinem Sumpf, schwelgt schon schamlos im Triumph, das Gesetz bin nur noch ich. In seinem Namen der König sprach, dem Volke sei mehr Ungemach, dies und das, ihr dürft es nicht, das Gesetz hier mache ich. Dreist und grimmig steht der Büttel, wehe dem, der widerspricht. Breche dich mit meinem Knüppel, das Gesetz allein bin ich. Der ohne Fehl wird angeklagt, zu Straf und offen Unrecht. Die Hatz beginnt, grausame Jagd, der Richter längst des bösen Knecht. Und des Teufels Advokat, ein Wicht, kreischt, das Gesetz bin ich. Sie wüten, greinen und sie keifen, schmähend, zeternd sich ereifern, verschanzen sich im hohen Turm, schon zitternd vor dem Friedenssturm, ahnen die gezählten Tage, wissend um versäumte Pflicht, entledigt, Bürger, euch der Plage, tilgt dies Gesetz, schafft Recht und Licht. So. Und das letzte Gedicht, bevor dann der König wieder dran ist, also ich glaube, du bist danach wieder dran, ist entstanden nach meinem Gefängnisaufenthalt im Februar und gewidmet selbstredend allen Menschen, die diese unrechtmäßigen Gerichtsverfahren, andere Verfolgung und auch Inhaftierungen zu vergegenwärtigen hatten. Wir wissen das ja alle. Ne? Genau. Das Gedicht heißt Im Gefängnis eine Trilogie. 1. Das Zuchthaus. Graue Festung, die da thront, bald nun auch von mir bewohnt. Schwarzes Tor sperrt auf den Schlund, hier endet mit der Welt der Bund. Flure geht's Trepp auf, Trepp ab, Boden in verblichenem Braun, Putz der Wände bröckelt ab, Zelle ein geduldig Raum. Gitterstäbe, die mir sagen, mein bist du in diesen Tagen. Zittern geht durch meinen Leib, doch mein Herz, es ist bereit. 2. Die Gefangenen. Inhaftierte, schrill und laut, manche sind mit trübem Aug. Schritte leis die Zelle messen, fragen sich, bin ich vergessen? Warten, dass im Schloss sich dreht, rasseln Schlüssel auf den Schlag. Warten, dass die Nacht vergeht, in Minuten tropft der Tag. Befehl, Geld übers Mikrofon. Justitias Diener arrogant. Einschluss, schnarrt's im Herrschton. Dich haben wir in unserer Hand. Festgesetzt hinter der Tür? Nein, ihr Büttel, weit gefehlt. Die Gefangenen seid ihr, denn mein freier Geist entschwebt. 3. Die Hinrichtung. 3. Die Hinrichtung. Terrorstaat sucht heim das Land, in Gevatters Tod gewandt.
um die Hoffnung zu vernichten auf der Jagd nach all dem Lichten. Schweigen sollt ihr und euch beugen, euer Menschsein ganz verleugnen, blind gehorchen, fügsam sein, danken noch für diese Pein. Der da kündet vom Gerechten, weggesperrt, den gilt's zu ächten. Und der Würde schöne Triebe, Kopf ab, heißt's mit Schmäh und Lüge. So meucheln sie die Wahrheit hin, der Mensch, er soll verzichten, doch werde meinen ganzen Sinn zum Leben nur hinrichten. Danke. Ich versuche, die kürzeste Rede ever zu halten. Ich habe in meinem Leben wegen politischer Ambitionen zweimal auf diesem Platz so meine Erlebnisse gehabt. Am Sonntag war ich bei der sogenannten Brandmauer-Demonstration der staatstragenden 289 Organisationen und Parteien, die immer nur noch lausige 5000 Menschen auf die Strecke gebracht haben, und war erschreckt, als dort schon wieder eine Mauer gefordert wurde, nämlich die Brandmauer. Und ich erinnerte mich daran, dass 1989 womöglich auf diesem Platz in Dresden gerufen wurde: Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Das erste Mal in meinem Leben habe ich an einer politischen Veranstaltung auf diesem Platz teilgenommen, 1990 anlässlich einer Großkundgebung mit 50.000 Teilnehmern. Ich begann damals meine Rede mit dem folgenden Satz. Im Februar 1990, als ich mitbekam, in welcher meuchelmörderischen Manier der Westen sich über den Osten stürzte und breit machte, mein erster Satz lautete 1990: Ich schäme mich, als Westdeutscher zu Ihnen zu sprechen. Ich habe lange überlegt, ob das billige Rhetorik ist. Mit Corona habe ich einmal mehr gemerkt, das haben uns vor allen Dingen Westdeutschland und die westdeutschen Politiker eingebracht. Da hätte uns womöglich die Mauer vor diesem Corona-Wahn hier in diesem Teil der neuen Bundesländer vielleicht den Kummer erspart. Das war eine kurze Rede, habe ich gehört. Ja. Also, okay, zur Ehrenrettung. Das nächste Lied, was kommt, bezieht sich auf das Gefängnisgedicht, aber ich möchte ganz kurz zum Lothar sagen, so grundsätzlich, ich bin auch in diesem Jahr und voriges Jahr und auch vor 2 Jahren öfters mal im Westen gewesen, und die gute Nachricht, die ich von dort mitbringen kann, ist, dass es sich bei solchen Veranstaltungen wie heute im Westen hier vom Osten gar nicht unterscheidet. Also es gibt auch im Westen ganz viele Leute, die meiner Meinung nach gute, echte, ehrliche, freundliche Menschen sind und die auch bei Corona ihre eigene Meinung hatten. Wir wollen mal festhalten, dass die allermeisten Spaziergänge nicht in Sachsen, sondern in Baden-Württemberg stattfanden, dass die ersten Demonstrationen im Mai, die ersten Großdemonstrationen in Stuttgart stattfanden, wo wir hier in Dresden noch mit 500 Leuten oder mit 400 oder 300 Leuten am Palais-Teich rumgegurkt haben. So, wie gesagt, das alles zur Ehrenrettung, und natürlich ganz toll, dass der Lothar praktisch schon 1990 zu erkannt hat, dass sein Herz, dass er offenbar ein Trans-Ossi ist, also ein Ossi im Körper eines Wessis. Es kann passieren, die Natur hat viele lustige Sachen drauf. So, aber du hast ja deine Heimat hier gefunden und wir freuen uns, dass du da bist. So, und jetzt aber das Lied zum Thema Gefängnis, denn eine Frau saß ein Jahr lang im Gefängnis in Untersuchungshaft, weil sie ein paar Zettel ausgefüllt hat und ihr unterstellt wurde, sie hätte es nur wegen Geld gemacht, währenddessen andere diverse Substanzen im Körper für Geld gespritzt haben, so viel sie nur spritzen konnten. So, und diese Frau heißt Frau Dr. Witschel, sie kommt aus Moritzburg, und ich dachte, dass ich das Lied jetzt gar nicht mehr spielen kann, aber leider ist es so, dass die Staatsanwaltschaft wohl nochmal in Revision gegangen ist und die
eine Haftstrafe fordert, die bedeuten würde, dass Frau Witschel, die jetzt nach dem Prozess freigekommen ist, wieder einfährt ins Gefängnis. Aus dem gleichen Grund, offenbar kann die Staatsanwaltschaft nicht genug kriegen. Ich habe ein Lied zu diesem Thema gemacht, und zwar in der Zeit, in der die ersten RKI-Protokolle damals noch zur Hälfte oder zu zwei Dritteln, ich weiß nicht, geschwärzt herauskamen und tatsächlich so etwas wie der Wunsch nach Aufarbeitung bis in den Mainstream hereinreichte. Wir wissen, was draus geworden ist. Du riechst den Sumpf aus Halbwahrheiten und aus ganzen Lügen, sodass sich die darauf gemalten schwarzen Balken biegen. Nein, du glaubst es einfach nicht, dass sich irgendwas hier dreht, wenn ein Ermittlerteam aus den Verdächtigen besteht, die, die den Verstand und den Instinkt in schwere Ketten legten und dann ein großes Spinnennetz für alle ihre Gegner webten. Das Gefühl von Wut und Ohnmacht, das du kennst aus jener Zeit, macht sich plötzlich wieder in deinem Innern breit. Und dir wird schlecht, alles dreht sich und dein Herz fängt an zu rasen. Vielleicht müsstest du das mal vom Hausarzt untersuchen lassen. Doch die, der du vertrauen kannst, die, die zu dir passt, deine gute alte Ärztin sitzt immer noch im Knast, weil sie in schrägen Zeiten den Rücken gerade hielt und an den Sinn des Eides dachte, hat sie nicht mitgespielt. Jetzt lautet die Anklage auf Betrug für Geld, denn sie hat, statt sich reich zu impfen, Atteste ausgestellt. Da sitzt sie nun vor Richtern, die in den letzten Jahren ihre Urteile begründeten mit Zeitungskommentaren, mit dem, was sie im Radio von früh bis abends hörten, von Modellen und Prognosen politischer Behörden. Und dir wird schlecht, alles dreht sich und dein Herz fängt an zu rasen. Vielleicht müsstest du das mal vom Hausarzt untersuchen lassen. Doch die, der du vertrauen kannst, die, die zu dir passt, deine gute alte Ärztin sitzt immer noch im Knast. Da gibt es jetzt so manche Herren und so manche Damen, die sich gegen Kritiker nicht zimperlich benahmen. Wir sollen sie wieder wählen, drum mühen sie sich behende, die dunklen Flecken rauszukriegen aus dem weißen Hemde. Angenommen, dass ihr Bestreben nicht geheuchelt sei, dann sagst du, lasst als erstes doch mal meine Ärztin frei. Und echte Aufarbeitung eures Irrsinns kann nur sein, von euch zieht jetzt mal einer in die freie Zelle ein. Und ihr wird schlecht, alles dreht sich und dein Herz fängt an zu rasen. Vielleicht müsstest du das mal vom Hausarzt untersuchen lassen. Doch die, der du vertrauen kannst, die, die zu dir passt, deine gute alte Ärztin sitzt immer noch im Knast. Auch dieses Lied ist auf dem CD-Store. Jetzt habe ich den CD-Ständer gesehen. Dort, wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen. Jede verkaufte CD ist schon wieder eine neue Zeile für ein neues Lied. Auch hier schließe ich mich mit dem nächsten Gedicht an, und zwar an die Herren mit den weißen Hemden, von denen gerade die Rede war, die versuchen da ihre schwarzen Flecken rauszuwaschen. Wir haben ja demnächst Landtagswahl. Das Gedicht entstand im Winter, Ende Herbst, Anfang Winter.
22, genau dort an diesem Gebäude dahinter den Bäumen, als Sandra und ich zum dritten Mal in diesem Jahr, in dem Jahr 22, den friedlichen Dialog wünschten. Ja, und das ist nichts, was von den Landtagsinsassen gewollt wird. Und ja, dann ist das dabei herausgekommen. Deswegen ist auch die Stimmung hier endherbstlich, früh winterlich, weil es eben in der Jahreszeit war, aber sehr gut passte. Ups. Landesnacht am Landtag. Kalte Winde treiben letztes Laub und erstes Eis über grauen, kahlen Platz auf das Herbstgeheiß. Der Fluss führt schwarze Wasser, lässt ahnen schon den üblen Sinn der finsteren Gestalten im Haus des Volkes drin. Es lauern scheele Blicke, beäugen furchtsam aus der Fern. Erbarmen sei der Gram und Angst dieser gut betuchten Herren. Sie wissen nichts zu sagen, das wahrhaftig Wohltat wär. Es dröhnt ein böses Schweigen, ihr Herz so kalt und leer. Wilde Winde jagen ersten Schnee und letztes Laub entlang verfluchter Mauern, Gewissen ward zu Staub. Schandtat hinter dem Gemäuer, Lüge, Arglist und Verderben, Ungeheuer ohne Gnade, Höllenbrut des Satans Erben. Eide habt ihr einst geschworen, Heil dem Volke sollte sein. Doch ihr brach die Schwüre alle, Schuld so schwer wie Grabgestein. Schreckenswinde peitschen grad in des Bürgers Angesicht, doch ist noch Zeit zur Umkehr, es harrt sonst euer das Gericht. Ein dunkles Grollen in den Tiefen, es droht ein Sturm, ein rasend Feuer. Doch Untergang, der darf nicht sein, dies Land ist wert und teuer. Des Volkes Wille muss jetzt leben, Gemeinwohl, Gunst und Güte. Die Sorge teilt, die Freude auch, der Mensch nun dies behüte. Die nächsten beiden kleinen Texte, ein Gedicht und ein kleiner Text, haben das Thema Polizeigewalt zum Inhalt. Ist etwas, was mich persönlich sehr berührt, weil es da auch private, persönliche Anbindungen gibt. Ich möchte an dieser Stelle explizit erwähnen, wir haben bereits seit 2020 im Sommer wirklich den Kontakt gesucht hier in der Polizeidirektion mit den einzelnen Polizeirevieren, mit den Revierleitern, den eingetragenen Bürgerpolizisten. Wir haben auch Briefe an das Dezernat 5 geschickt, da war Katja noch mit involviert und die Sandra, die vorne sitzt. Also wir haben es wirklich versucht, möchte ich jetzt dazu sagen. Ne? Wir haben die Friedensstifter-Initiative damals gegründet, um in den Dialog zu gehen mit der Polizei. Und das Furchtbare ist, also für mich jetzt auch im Nachgang, nach Veröffentlichung der RKI-Protokolle, dass nicht nur diese fürchterlichen Geschehnisse gewesen sind, sondern dass eben von diesen durchtrainierten Leuten, die ja genau wussten, was sie taten, wir alle kennen die Bilder, keinerlei Reue zu sehen ist nirgendwo. Ich habe noch nichts gehört, ist im Bundesgebiet irgendeine offizielle Entschuldigung verlautbart worden. Ja, und so wie ich früher die Friedensstifterweste trug und auch wirklich oft den Dialog gesucht habe mit der Polizei, noch bis vor kurzem hat es auch mit mir etwas gemacht. Und dieses Gedicht ist zwar schon vor längerer Zeit entstanden, aber entspricht mir jetzt wesentlich mehr. Die letzte Strophe hatte ich dann auch geändert. Ich lese aber auch wirklich nur die letzte, dann die neue vor, weil die andere spielt keine Rolle mehr. Der letzte Vorhang. Die Hand zum Gruße reicht ich dar. Immer auch ein freundlich Wort. Doch eure Faust die Antwort war. Und allzu oft nur Hohn und Spott.
An meinem Leib habt ihr gerissen, habt mich bedroht, die Augen leer. Nun liegt ihr ruhig in euren Kissen, so, wenn nichts gewesen wär. Doch die Verletzungen sind tief, ein Wort von euch könnt heilen. Mein Bitten aber, Brief um Brief, bedachtet ihr mit Schweigen. Behelmt, vermummt im Totentanz, habt zugefügt ihr arge Schrunden, doch eure grausame Ignoranz lässt schließen nicht die Wunden. Versunkenes Blei ist mein Vertrauen in eurem reuelosen Sumpf. An solchem Ort Versöhnung bauen, ihr kalten Blicks, mein Herz fast stumpf. Gegen Bürger bar der Gnade zogt ihr gehorsam in den Krieg. Hinterlassen habt ihr Narben, ein schaurig Mahnmal eures Siegs. Nun geh ich fort, den Schmerz zu lindern, aus eurer sprachlos bösen Welt. Dass ihr mir folgt, weiß ich zu hindern, denn hinter mir der Vorhang fällt. Ja, noch eine persönliche Geschichte, die ich 21, glaube ich, das erste und auch einzige Mal vorgelesen habe. Auch hier ist der letzte Teil etwas verändert, weil die Jahre halt vergangen sind. Bestandsaufnahme. Die Geschichte einer Freundschaft. Mein guter, alter Freund, in diesen Tagen gedenke ich häufig der Zeit, da wir uns des Nachts die Köpfe heiß geredet haben. Oft ging es um Ethik und Moral in Ausübung unserer Berufe. Du, der Polizist, und ich, die Krankenschwester, hatten da so einiges zu bereden. Du nanntest mich realitätsfern und ich dich Befehlsempfänger. Und so manches Mal herrschte danach wochenlanges Schweigen, doch irgendwie fanden wir immer wieder zueinander. Stets schätzte ich an dir die ungeheure Leidenschaft, mit der du deinen Berufsstand vertratest und dennoch kritisch bliebst. Denkwürdig der Augenblick, als wir in einer Ausstellung über das Dritte Reich dieses eine Foto sahen. Mit Schlagstöcken bewaffnete Uniformierte, die von einem LKW springen und angstvoll fliehende Männer und Frauen verfolgen. Da brach es aus dir heraus. Bevor ich sowas mache, schneide ich lieber meine Uniform in Streifen und stricke mir einen Rock draus. Und wie wir hinauseilten, um die anderen Besucher mit unserem Lachen nicht zu verstören. Als Corona in die Welt gebracht wurde, gehörten wir zu den wenigen, die ihre Freundschaft trotz der ungleichen Standpunkte zu bewahren wussten. Wir hielten zwar mehr Distanz als üblich, doch du hattest trotz allem mein Fahrrad repariert und ich half dir bei deinem Umzug. Ich war es auch, die dir sagte, dass es jetzt gesetzlich erlaubt ist, Polizisten neuartige Medikamente ohne Verfallsdatum zu verabreichen. Anmerkung kurz von mir, so steht das drinne im dritten Ermächtigungsgesetz von 2020. Weiter im Text. Wir telefonierten wieder öfter und du hattest berichtet, dass sich große Sorge unter deinen Kollegen breit macht. Dann der verhängnisvolle Tag. Viele Menschen waren auf den Straßen und ich sah dich schon von Weitem. Doch ich gab mich dir nicht zu erkennen. Dort warst du, mein guter, alter Freund, inmitten deiner Berufskameraden. Sie interessierten mich nicht, denn das waren die anderen, die Namenlosen, die nie den Respekt hatten, sich auszuweisen, wenn sie die Menschen kontrollierten. Aber dich, dich kannte ich. So glaubte ich zumindest. Doch vor mir erschien das Foto aus der Ausstellung. Denn du warst es, der aus einem Polizeibus sprang, eine Pistole im Halfter, den Schlagstock. Entschuldigung. Den Schlagstock in der Hand.
Das Trampeln deiner schweren Stiefel auf dem Pflaster hallte mir in den Ohren, als die Hetzjagd begann. Der Irrsinn in deinen Augen, diese Kälte und Härte. Der friedliche Mensch, den deine Horde zu Boden gerissen hatte. Einer deiner Kollegen trat zu. Und dich sah ich tatenlos zuschauen. Dich, den starken, stolzen und mutigen Polizisten. Da schrie ich mir mit den anderen Ungehorsamen die Seele aus dem Leib, dass ihr diesen Menschen helfen, den Schläger aufhalten müsst. Doch du bliebst unbeeindruckt, gleichgültig für unsere Bitten. Später schrieb ich dir verzweifelte Zeilen. Was hast du denn gedacht und gefühlt in diesem Moment? Wie war es dir nur möglich, einer solch brutalen Demütigung unbeteiligt beizuwohnen? Und wie? Wie um alles in der Welt konntest du dich selbst derart erniedrigen? Dann erhielt ich deine Antwort. Ich gehe davon aus, dass du mir die Freundschaft gekündigt hast. Nur dieser eine Satz. Keine Anrede, kein abschließendes Grußwort und bis heute deine letzte Nachricht. Doch nein, nicht ich bin diejenige, die unsere Freundschaft beendet hat. Du warst es. In jenem Moment, als du zum Feigling, ja, zum Feigling wurdest, dich hinter deiner Uniform versteckt und damit deine Integrität als Polizist, deine Würde als Mensch aufgegeben hast. Wage es nie zu sagen, du wärst einer Dienstanweisung gefolgt. Denn niemand hat dich gezwungen, das zuzulassen. So wie dich niemand zwingen kann, zuzuschlagen. Und niemand, wirklich niemand, weiß besser als ich um deine einstige Rechtschaffenheit. Viel Zeit ist seither ins Land gegangen. Lange sehnte ich mich nach einem Zeichen deiner aufrichtigen Reue. Und sei es noch so klein, doch vergebens. Ich wollte dir berichten, dass auch Kinder diese Gewalttat mit ansehen mussten, von dir und deiner Horde unbemerkt. Szenen, die sich im ganzen Land fortsetzen sollten. Nun wachsen viele junge Menschen dieser Generation in dem Wissen heran, dass ihr längst nicht mehr der Freund und Helfer seid. Es wäre so wichtig, dass du und all deine Kollegen begreifen, welch furchtbare Saat ihr ausgebracht habt. Was bleibt uns nur noch? Mir bleibt, dir Dank zu sagen für all die Jahre dein Zuspruch, deine Hilfe und für die nächtelangen Diskussionen. Dir, mein Freund aus fernen Tagen, dir wünsche ich, dass du zu deinem hohen Mut zurückfindest. Und mir selbst, wünsche ich vor allem anderen, dass ich dir diesen Verrat eines Tages vergeben kann. Ja, ein emotionales Thema und viele von euch sind sicherlich auch im Jahr 20 und im Jahr 21 schon durch die Polizeieinsätze entweder seelisch oder körperlich auch verletzt worden. War schlimm, in diesem März war es, glaube ich, zu einzelne Fallberichte vom 13. März war es, glaube ich, irgendwie am Landtag hinten an der Magdeburger Straße zu hören. Ich habe 21 ein Lied gemacht, das die Polizisten, speziell die jungen Polizisten, ansprechen soll, denn wir wissen ja, dass immer die Jungen vorgeschickt wurden, die Alten waren immer freundlich und haben die Autokursus wunderbar begleitet oder in den Kleinstädten nichts gesagt. Schlimm waren immer die, die aus den Kasernen kamen und die standen natürlich auch unter dem Druck, Befehlsempfänger zu sein, kaserniert zu sein, über den Dienst irgendwie weiterzukommen. Ich will jetzt gar nicht groß rumreden. Mich hat dann gefreut, dass die Herren
äußerst blöd geguckt haben im Winter 22, also 21, 22, wo sie nämlich nichts mehr machen konnten, weil so viele Leute auf der Straße waren, dass sie dann erst noch blöde hinterhergerannt sind und irgendwann abgedüst sind und gesehen haben, was sie im Endeffekt sind, wenn die Leute wirklich zusammenhalten. Aber ich möchte wirklich sagen, es gab drei Gruppen und über diese drei Gruppen von Polizisten habe ich ja auch in diesem Lied Hey, junger Polizist geschrieben. Hey, junger Polizist, wenn du mir gegenüberstehst, frage ich mich, was du denkst und was du fühlst. Wenn du diese Menge siehst und weißt, dass dir befohlen ist, gleich zuzuschlagen, junger Polizist. Vielleicht wirst du in uns nur ein paar Hirnverbrannte sehen, zu dumm und zu naiv, den Sinn der Regeln zu verstehen. Vielleicht gibst du uns Schuld daran, dass wieder eine Welle kam und dein Sohn nicht in die Schule kann. Ganz egal, wie's auch ist. Ich renn jetzt weg, bis demnächst, tschüss, junger Polizist. Hey, junger Polizist, es kann sein, dass es anders ist und du ja so, wie ich, ein Zweifler bist. Dir ist es nicht einerlei und ganz und gar nicht wohl dabei, was ihr hier machen müsst als Polizei. Vielleicht denkst du, man sollte einfach offen debattieren, anstatt hier ein Exempel der Gewalt zu statuieren. Vielleicht sogar da fühlst du dich so ausgenutzt, denn eigentlich schützt du paar eitlen Herren ihr Prestige. Ganz egal, wie's auch ist. Ich renn jetzt weg, bis demnächst, tschüss, junger Polizist. Hey, junger Polizist, ich weiß auch, dass es möglich ist, dass du ja gar auf unserer Seite bist. All das hier macht dir zu schaffen, du willst dich nicht schuldig machen und seit Wochen kannst du kaum noch schlafen. Vielleicht stehst du bald nicht mehr hier und hast schon einen Plan, wie deine Zukunft ohne Uniform aussehen kann. Vielleicht wurdest du schon gerügt, weil es da ein Foto gibt, auf dem du uns ein Händeherzchen gibst. Ganz egal, wie's auch ist. Ich renn jetzt weg, bis demnächst, tschüss, junger Polizist. Hey, an alle Polizisten, ganz egal, ihr solltet wissen, dass Demonstranten an euch denken müssen. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch darauf hinweisen, dass es die echten Polizisten gibt, die guten, die teilweise auch noch im Gefängnis sitzen. Und dort hinten ist die Fahne zum Beispiel von den Polizisten für Aufklärung e.V. Ganz, ganz groß der Verein. Wunderbare Arbeit, die diese Menschen leisten, die ja natürlich teilweise suspendiert sind. Viele haben das verfolgt mit dem Vorsitzenden Björn Lars Oberndorf, als man ihm die Terroreinheit GSG 9 ins Haus schickte und so weiter und so fort. Und sie bleiben dennoch ganz ruhig, friedlich und in sich und machen eine große Arbeit. Genau. Jetzt kommt wieder ein schönes Gedicht. Also ich neige mich hier langsam dem Ende. Und zwar haben ja Sandra und ich ab 21 die Einladung zum friedlichen Dialog begonnen.
auch wenn sie die jetzt seit Dezember alleine macht, weil ich eben emotional nicht mehr so in der Lage dazu bin. Aber aus dieser Zeit, so für mich, so um das abzurunden, habe ich dann dieses Gedicht geschrieben. Unsere Herzen, eine Hommage an Andersdenkende. Du willst, wie ich, Gerechtigkeit für alle, wie du sagst. Doch die nicht passen in dein Kleid sind Nazis, die du jagst. Wenn ich dann drüber reden will, gerätst du nur in Wut und schreist mich an, sei einfach still. Doch braucht's auch deinen Mut. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, es nichts zu sagen gibt, hör auf die Kraft, die alles weiß. Das ist dein Herz, das liebt. Dein Feind zu sein, ich hab es satt, dass du mich niederbrüllst. Denn besser wär's an dessen Statt, du sagst mir, was du willst. Ich sehe den Schmerz in deinem Blick, eigentlich meinst du es gut. Doch das Gebrüll wirft uns zurück, am End stehen wir im Blut. Wenn ich dann nicht mehr weiter weiß, weil ich am Boden lieg, ist da die Kraft, die alles weiß, das ist mein Herz, das liebt. Gibt es dann nichts, das uns vereint, ein Wort nur, das auch gilt, denn du und ich sind, und das bleibt, des anderen Spiegelbild. Wenn's nicht gefällt, was wir da sehen, lass uns die Fragen stellen, einander besser zu verstehen, das wird den Geist erhellen. Selbst wenn's uns auseinandertreibt, nichts mehr zu sagen gibt, ist da die Kraft, die trotzdem bleibt. Das ist das Herz, das liebt. Die Ohnmacht, die wir beide fühlen, sie ist von gleicher Art. Dann lass uns doch gemeinsam mühen, dass Frieden werden mag. Die Welt, sie ist schon längst in Brand. Nur eins ich geben kann. Ich reich dir einfach meine Hand. Vielleicht nimmst du sie an. Mag sein, dass du mich gehen heißt und weiter von dir schiebst, noch härter wirst und um dich beißt. Ich weiß, dass du auch liebst. So, und das war jetzt thematisch zum Kleinfrieden, so zwischen uns Menschen. Und das zweite Gedicht betrifft diese großen unsäglichen Kriege mit Waffengewalt, die wir ja weltweit praktisch ununterbrochen erleben. Ich nannte das Gedicht Die Klage eines heimgekehrten Soldaten. Also es spielt jetzt auch gar keine Rolle, wo auf welcher Welt, woher dieser Soldat kommen mag. Vor langem verließ ich mein Heimatland mit Waffen zu enden einen anderen Krieg. Die zahllosen Leben, bis ich verstand, es verhalf dem Geld, nicht dem Friede zum Sieg. So viele sind gestorben durch meine arge Hand, ermordet und verstümmelt, erschlagen und verbrannt. Hab unzählige Menschen zu Tode gehetzt, ihre Leiber mit Kugeln in Stücke zerfetzt. Und nun... Ihr wollt den totalen Krieg, doch wisset, dass es euch obliegt, dann den Abzug selbst zu drücken, in das sterbend Aug zu blicken, während es das Leben flieht. Verlangt nicht, dass ich's wieder mache. Schick deinen Mann oder dein Kind. War's für die gute Sache, wenn sie dann erschossen sind? Ihr nennt es Solidarität, doch wird kein Friede ausgesät. So ihr schreit nach weiterem Krieg, nach Blut und Brand und eurem Sieg. Kehrt um, noch ist es nicht zu spät. Den Hass in euren Herzen, den gilt es auszumerzen. So er in euren Worten bleibt, wird er zur Tat und bitterem Leid. Kein Ende dann der Schmerzen. Besinnet euch und machet Halt, schaut meine leidende Gestalt.
die mit Blut an ihren Händen ließ das Töten lang nicht enden. Auch mein Ruf war's, die Waffen heben, blind für den Preis unzähl'ger Leben. Drum bitt ich, gnädig seiet mit euch selbst, ein wenig nur das Herz erhellt. Ihr müsst nicht eure Nachbarn lieben, doch höret auf, euch zu bekriegen. Danke. So, ja, da muss natürlich jetzt ein Friedenslied kommen und ich freue mich, dass das ein Friedenslied ziemlich großen Anklang gefunden hat. Das Lied heißt Die Absage und ich freue mich auch, dass ich es zum Beispiel am Sonntag auf dem Marienplatz in München spielen kann beim großen Friedenstag. Das ist für euch vielleicht ein bisschen weit, deswegen will ich jetzt dafür keine Werbung machen, aber ja. Der Hintergrund ist eigentlich ganz klar. Wir hören, dass die Trommeln immer lauter werden und dass die Eskalation immer weitergeht, immer neue Stufen gezündet werden und wo das am Ende natürlich dann oder wo das hinführt, ist allen klar, dass irgendwann wahrscheinlich auch deutsche Soldaten irgendwo mitmischen sollen. Ihr Mächtigen, wir hören deutlich, wie die Trommeln rühren, die Schlag auf Schlag und Schritt für Schritt uns Richtung Schlachtfeld führen. Ihr sagt, wir müssen kämpfen und einen Feind besiegen. Für unser Land und unsere Werte, die Freiheit und den Frieden. Ich frage mich, gemeint ist hierbei wirklich jenes Land, das zu lieben mancher von euch stets zum Kotzen fand und dessen Fahne man in eurer Nähe selten sieht. Ein Land in euren Augen, seelenloses Staatsgebiet. Wer stolz darauf ist, den seht ihr doch nur als Idioten. Doch jetzt braucht ihr auf einmal kriegsbereite Patrioten. Sprecht bitte nicht vom Land, sprecht mal von euren Interessen, dass wir für euch den Kopf hinhalten, das könnt ihr glatt vergessen. Ich frage mich, gemeint sind von euch wirklich jene Werte, um die, als es mal nötig war, sich niemand von euch scherte. Als unsere Kinder Spielball wurden eurer irren Pläne, als alte Menschen einsam starben im Namen der Hygiene. Und meint ihr, jene Ethik, welche grad noch propagierte, es wär okay, wenn man zwangsweise Impfstoff injizierte? Sprecht bitte nicht von Werten, sprecht von euren Interessen. Dass wir für euch den Kopf hinhalten, das könnt ihr glatt vergessen. Ich frage mich ganz ehrlich, welche Freiheit ihr wohl meint. Etwa die, die nur, wenn's gerade passt, zu gelten scheint. Wer eurem Tun und Glauben scharf und gründlich widerspricht, der spürt, für ihn gibt's diese Freiheit immer öfter nicht. Meint ihr die Freiheit, die erstickt in Regeln und Verboten, die wie ein ausgestoßenes Tier verzieht auf leisen Pfoten? Sprecht bitte nicht von Freiheit, sprecht von euren Interessen, dass wir für euch den Kopf hinhalten. Das könnt ihr glatt vergessen. Ist Frieden das, was nach der großen Katastrophe kommt? Die Ruhe des Soldatenfriedhofs final herbeigebombt. Solange die Menschen glauben an den letzten großen Sieg, bleibt Frieden nur die Zwischenspanne bis zum nächsten Krieg. Mir bleibt die Hoffnung, dieses Mal kommt's anders als ihr denkt.
dass niemand mehr so trottlich ist und euch sein Leben schenkt. Die hohlen Phrasen fruchten nicht und ja, wir werden sehen. Der Russe wird nicht kommen, aber ihr werdet gehen. Na 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 na. Vielen Dank. Ja, also jetzt bin ich wirklich dann am Schluss angelangt. Das sind noch zwei Gedichte, die ich jetzt vortrage. Und ich nenne sie diesen Block jetzt auch zum guten Schluss. Genau. Das erste Gedicht ist entstanden bereits 2021, als wir am japanischen Palais auf der Wiese Gottesdienst hatten. Und wir an diesem wunderschönen, verregneten Tag zu dritt im Pavillon standen. Und wer auch immer uns 10 voll besetzte Sixpacks schickte, mit dem Verbot gemeinsames Singen und Beten. Das ist wirklich damals noch passiert. Dennoch denke ich, ist am Ende etwas Gutes daraus entstanden. Und an dieser Stelle danke der Katja für ihre unbeirrten Gottesdienste. Ja, 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 bitte. Das Festmahl, ein Friedensgebet. Müde von des Tages Kampf kehre ich nach Haus zurück. Diese Zeit hat wenig Glanz. Dunkelheit statt Glück. Ich sah die Angst und sah den Tod, sah Schwester gegen Bruder. In vielen Augen steht die Not, der Teufel hat das Ruder. Menschen jagen Menschen durch die Straßenflucht, jeder ist am Kämpfen, größer wird die Kluft. Und wer das Wort erhebt, dem oft Gebrüll entgegenschlägt. Doch lasst das Jagen, Prügeln, Schreien und kehrt in eure Herzen ein. Wir alle sind nur Ohnmachtskrieger, zerstritten und da ist kein Sieger. Du Polizist, du Bürger, du Vasall, auf gleicher Erde stehen wir all. Bitte legt die Rüstung nieder und hört die Wehmut in den Liedern. Höret diese mit Bedacht, lasst freien Lauf den Tränen. Zieht nicht hinaus in neue Schlacht, hört euren Nachbarn flehen. Euch alle lad ich ein zu reinem, gutem Wein. Nehmt auch Speis, hebt stumm das auch Aug. Das bricht das Eis, die Seel im Feind ihr dann erschaut. Die Seel da. Moment. Die Seele, sie ist genau wie du, nach Lieb sich sehnt und innere Ruhe. So lasst uns teilen jetzt das Brot, ein Ende sei dem Zank. Dein Blut ist doch vom selben Rot. Nun zeig das Herz ganz blank. Und der Gestorbenen sei Gedenken, um jeden lasst uns weinen. Zuspruch sollst dem Feind du schenken, dies Festmahl wird uns einen. So, und zum Schluss. Gut, alles gut. Ja, und Jan erwähnte gerade die Leute, die irgendwie Vaterland zum Kotzen finden. Ich glaube, einer von denen kommt in 2 Tagen hierher, wenn ich das richtig gehört habe. Aber das ist ja jetzt nicht mein Problem.
ich finde das so schön hier. Ich war kürzlich mal in Meißen mit dem Fahrrad alleine, weil es so toll war. Himmel, leben wir in einem schönen, schönen Land. Also das kann ich wirklich nur sagen. Es ist einfach, ja, es ist klasse, wenn man hier da die Elbwiesen lang fährt. Genau. Und nachdem ich diese Radtour gemacht hatte, so ganz mit mir da in der Natur, und dort ist es wirklich die meiste Strecke schön auf beiden Elbseiten, ist das dann entstanden. Epos für die Heimat, das letzte Gedicht für heute. Deine Wälder, deine Höhen, weite Fluren, klare Seen, alles meinem Herzen teuer, doch viel Unheil droht dir heuer. Städte sind im Niedergang, Äcker brach, mein armes Land, die zum Wohl dich sollen hegen, mehren Übel statt den Segen. Wie sie lenken dein Geschick, lässt mich bangen um dein Glück. Weh wird mir bei deinem Leiden, dem Diktat, dich zu verneinen. Doch wie könnt ich von dir lassen, deiner schämen, gar dich hassen? Du bist es, dem ich entsprang, du, mein deutsches Vaterland. Deine Mundart, trautes Wort, von Geburt mein Lebenshort, deine Malkunst wie Musik, meine Herkunft und mir lieb. In der alten, deutschen Dichtung schuf im Wohlklang auf der Lichtung Männeverse gleich Geschmeide, Walte von der Vogelweide. Und der deutschen Meisterfarben viel Gemälde hoch erhaben, Cranachs und des Dürers Erbe, dies zu schauen, ich mich verzehre. Johann Bachens Klangesflut, alt hoch deutsches Volkslied gut, Töne, Sänge, tief im Fühlen, meine Seele ganz berühren. Soll dieses Gut ich nimmer nennen, ob derer, die nicht Wurzeln kennen, von der Wiege mich abwenden, durch Verrat die Heimat schänden? Die Gefilde, die uns nähren, gilt's zu pflegen und zu ehren. Bleib in der Not dir zugewandt, ich bin dein Kind, du deutsches Land. So sei mein Wirken dir geweiht, auf dass dein Werden neu gedeiht, des Menschen ehrbar Werk dich kröne, du Mutter Heimat, unsere Schöne. Danke. Ja, liebe Vivienne, recht herzlichen Dank an dich von mir jetzt mal hier an dieser Stelle für die wunderschönen Gedichte. Die gefallen mir wirklich und sie haben auch eine Tiefe. Es reicht gar nicht, die nur einmal zu hören. Vielleicht sollst du die mal irgendwo zum Runterladen für die Leute. Es ist wunderschön, dass es dich gibt. Wir wissen, du bist eine richtige Galionsfigur hier in Dresden im Widerstand. Du hast immer Herzblut bewiesen. Du bist ungeheuer ehrlich, menschlich, geradeaus. Und wir haben dich alle gern. Und hoffen, dass du immer schön oben bleibst. Die Ideen für dieses Programm, die Idee für dieses Programm hat die Vivienne mir schon im 2021 war das schon mal in Planung und ich dachte, jetzt machen wir das nochmal. Nie, dass die Krise noch zu Ende ist vorher. Das wäre ja schlimm. Ich mache jetzt einfach mal nochmal drei Lieder hier. Es ist doch viel länger geworden, als ich dachte. Und ich lade euch ein, am Sonnabend nach Bautzen zu kommen. Da ist Friedensfest und da sind auch noch andere Leute außer mir am Start, zum Beispiel der Andreas Thiel kommt sogar aus der Schweiz. Und ist immer eine ganz gute Stimmung. Ein Lied aus der Heimat, ein Lied über nette Omis und natürlich auch nette Opis. Das ist das Lied von der lieben Oma. Es ist ein Winterlied eigentlich oder ein Herbstlied, denn es spielt am Reformationstagsabend. Aber es ist ein Lied, was zeigt, dass es auch ganz, ganz viele
Menschen in der Corona-Zeit gab, die ihr Herz bewahrt haben und zum Beispiel Kinder nicht sinnlos gequält haben. Machen denn die Kinder heute eigentlich noch Klingelrutscher? Hab ich mich jetzt neulich mal gefragt. Plötzlich klingelt's und paar kleine Geister stehen da. Ach, Halloween, hab ich gar nicht dran gedacht. Oh, kommt, macht mal den Maulkorb ab, ich kann das gar nicht sehen. Gespenster tragen doch nie so ein Mist. Was die hier mit euch lieben kleinen Geistern alles machen, ich find, dass das ein Gruselmärchen ist. Der Emil und die Lisa, die Paula und der Tim, der Kevin und die Sarah, der Ben und die Jasmin. Sie sollen in Frieden hier aufwachsen, unsere lieben kleinen Sachsen. Sie sollen in Frieden hier aufwachsen, unsere lieben kleinen Sachsen. Nun kommt mal erst mal rein, ich hab paar Bonsels hier für euch und eine Mark, ach, Euro heißt das ja. Wir hatten's früher auch nie leicht, die Alten waren streng, aber irgendeiner war immer für uns da. Die haben heut mit euch klein immer große Sachen vor und ihr seid lieb und macht das alles mit. Wir konnten immer raus und hatten unsere eigene Welt. Heut bewachen sie euch auf Schritt und Tritt. Der Emil und die Lisa, die Paula und der Tim, der Kevin und die Sarah, der Ben und die Jasmin. Lasst sie in Ruhe hier aufwachsen, unsere lieben kleinen Sachsen. Lass sie in Ruhe hier aufwachsen, unsere lieben kleinen Sachsen. Noch nie in der Geschichte hat man vor den Kindern Angst und haben sie selbst Gespenstersachen an. Noch nie in der Geschichte hat man Kinder so gequält, nur weil die Alten Horror vom Sterben haben. Der Emil und die Lisa, die Paula und der Tim, der Kevin und die Sarah, der Ben und die Jasmin. Hört auf mit den Corona-Faxen für unsere lieben kleinen Sachsen. Sie sollen in Frieden hier aufwachsen, unsere lieben kleinen Sachsen, kleinen Sachsen. Kleinen Sachsen, kleinen Sachsen. Das Lied von der lieben Oma am Reformationstagsabend. So, jetzt wird es nochmal ein bisschen zünftig. Von München war vorhin die Rede. Darum geht es im folgenden Lied, zumindest am Anfang. Steht ein Hofbräuhaus, doch darauf will ich nicht hinaus. Im Folgenden, da soll es gehen um ein Gebäude in Berlin. In dem Gebäude gab's ein Leck, dadurch kamen paar Daten weg. Und wer die sich jetzt runterlädt, staunt, was da Skandalöses steht. Nur ein paar stramme Koronisten wollen von dem Skandal nichts wissen. Skandal im RKI, Skandal im RKI, Skandal Covid-Mafiosi. Ich glaub, die halbe Nation, die ahnte diese Nummer schon, dass Wissenschaft ganz ungeniert sich vor dem Staat prostituiert. Und manch Gefühl in manchem Bauch sagt denen, die's geahnt haben auch, dass der Skandal in diesem Staat wie immer keine Folgen hat. Und sie tippen sich auf Facebook und auf Twitter ihre Finger wund. Skandal im RKI, Skandal im RKI, Skandal Covid-Mafiosi.
Decken bleibt Bürgerpflicht, bringt in den dunklen Puff mal Licht, damit genügend Leute wollen, dass hier mal endlich Köpfe rollen. Jedenfalls hat deutsche Wissenschaft wieder mal beim Schweinkram mitgemacht. Skandal im RKI, Skandal im RKI, Skandal. Covid-Mafio-Skandal, Skandal, 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 Covid-Mafiosi. So sieht's aus, das ist die Aufarbeitung. Und zum Schluss können wir noch gemeinsam ein Lied singen und einer Schlagersängerin danken, die in der Corona-Zeit den Mut gefasst hat, zu sagen, was sie denkt. Ich sage immer, es waren bestimmt ganz viele, die auch so ähnlich dachten wie sie, aber sie haben sich nicht getraut. Sie dachten, ah, da verlieren wir Fans und so weiter. Ich glaube, unsere Nena, die hat viele Fans gewonnen. War vorher nicht so ein großer Nena-Fan, aber jetzt finde ich es toll. Und so geht es hoffentlich auch vielen anderen. Ihr habt die Möglichkeit, hier jetzt der Nena auch ein kleines Dankeschön zu singen. Wir singen geile Friedenssongs wie 99 Luftballons. Nena, aha, Nena, nana. Wen kann seit Corona-Zeiten die Mainstream-Presse nicht mehr leiden? Nena, aha. Nee, na, 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 nee, na, na, na. Unser Star. Welcher Popstar ist ganz sicher klüger als Helene Fischer? Nee, na, 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 nee, na, na, na. Welche Sängerin hat Eier im Gegensatz zu Grönemeyer? Nee, na, 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 nee, na, 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 nee, na, na, na. Unser Star. Dieses Land wär noch zu retten, wenn wir viel mehr Nenas hätten. Ne na na na, ne na na na. Künstler, die sich nicht anpassen und vor den Karren spannen lassen. Ne na na na, ne na na na, ne na na na. Unser Star. Nena, vielen Dank an euch. Es war ein sehr schöner und sehr sinnreicher Abend. So was können wir mal wieder machen. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Am Sonnabend sind wir, bin ich in Bautzen. So, vielen Dank. Dein letzte Wort soll dir gehören. Darum geht's. Ich habe mich noch gar nicht bei dir bedankt. Danke, danke, danke. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Und der Lothar ist noch mal ganz kurz am Mikro. Ich versuche mich heute in den kurzen Beiträgen. Wir sind heute auf dem Theaterplatz. Als ich als Westdeutscher nach Dresden kam und neue Vorbilder entdecken wollte und großartige Menschen und Künstler kennenlernen wollte in dieser Stadt, da wurde ich aufmerksam auf Gottfried Semper, den Erbauer dieses Opernhauses. Man könnte so auf die Schnelle sagen, so, dieses Opernhaus, diese Kiste gebaut für die Höfegesellschaft, für die Schweinereichen. Ja, doch dieser Künstler, Gottfried Semper, 1849, als sich die Wettiner absolutistische, tyrannische Rechte anmaßen wollte, das Volk rebellierte, es zu der Revolution 1849 des Dresdner Volkes gab, gegen tyrannische Ansprüche in diesem schönen Sachsenland. Da gehörte der Erbauer von dieser Semperoper zu den Künstlern, die wie Richard Wagner, der zusammen mit dem Leistungssportanarchisten der damaligen Saison, mit Michel Bakunin, dem größten
ideengeschichtlich dem größten Gegner von Karl Marx, Richard Wagner, schmeißt mit diesem Chefanarchisten Flugblätter die Kreuzkirche runter, in denen das Volk zum Widerstand gegen tyrannische Ansprüche ermuntert wird, und der Gottfried Semper in den Baupausen dieses Gebäudes dem Volk erklärte, wie statisch korrekte Barrikaden gebaut werden. Ich erinnere an die Plakette an dem Einkaufszentrum am Postplatz, wo sie etwa gestanden hat. Und Gottfried Semper und Richard Wagner sind deshalb für mich Vorbilder, weil das einfach Künstler waren, die in der Stunde der Not wussten, wo ihr Herz schlägt beim Volk. Insofern, glaube ich, dürfen wir glücklich sein, dass wir an diesem geschichtsträchtigen Platz in dem geistigen Verknüpfung mit Gottfried Semper heute hier hoffentlich diesen schönen Tag und Abend erleben durften. Ja. Da ba 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 bam, ba 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 bam, ba 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 bam, ba 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 bam, ba ba da ba bam, ba ba.